möchtest mal wieder Fisch essen. Aber du traust dich nicht, ihn zuzubehalten. Wenn du diese Angst besiegen willst, dann leg dich auf meine Couch. Ich zeig dir wie. Weißt, Fisch zu machen ist mega stressfrei, gar nicht kompliziert und es wird dir gelingen, denn wir machen heute Fisch im Pergamentpapier. Eine super Sache, kann man sehr gut vorbereiten. Einfach im Kühlschrank. Wenn deine Gäste dann da sind, dann holst du die kleinen Päckchen einfach raus, schiebst sie 15 bis 17 Minuten in den Ofen und kannst deinen Gästen stressfrei diese kleinen Päckchen servieren. Einmal mit zwei Gabeln rein, rausreißen, sieht auch noch cool aus, macht was her. Und der Fisch innen drinne behält seine Konsistenz, ist noch bisshaft, schmackhaft. Gemüse ist auch noch mit drinne, also eine sehr gesunde Sache. Fisch ist wirklich mega dankbar. Vor allem den Fisch, den ich gleich benutzen werde, den Skrei. Skrei, noch nie gehört? Skrei ist ein Kabeljau. Skrei ist norwegisch und heißt der Wanderer. Warum? Weil dieser Kabeljau wandert. Also wenn ihr Norwegen hier habt, dann kommen die von hier oben und zwar nur einmal im Jahr und wandern hier runter. Und damit die Wanderung gut überstehen, fressen die. Und die fressen sich richtig gut fit und deshalb ist das Fleisch schön fest und saftig. Ein toller Fisch, sehr einfach zu verarbeiten. Aus der Dorschfamilie, also stellt euch vor, die kleinen Dorsche. Das sind die, die wenig Geschmack haben, die nimmt man für Fischstäbchen. Wenn der Dorsch dann groß ist, sprich fünfte, sechste Lebensalter erreicht hat, dann nennt man ihn nicht mehr Dorsch, sondern dann nennt man ihn nicht mehr Dorsch, sondern in den meisten Ländern wird das dann zum Kabeljau. Einfach eine Namensänderung, gleicher Fisch. Und der Skrei ist ein Kabeljau im sechsten, siebten Lebensjahr, der auf Wanderschaft geht. So einfach ist das. Nicht einfach zu angeln auch, weil da, wo die schwimmen, da ist das Meer ziemlich rau. Da gibt es auch Filme drüber, wie schwer das Krei-Angeln ist. Aber ein toller Fisch. Mein persönlicher Lieblingsfisch. Und Kreten, macht euch keine Sorgen über die Kreten. Der Fisch hat wirklich wenige Kreten und ich zeige euch gleich, wie ihr die wenigen und die auch wirklich groß sind, rausholt. Also nichts mit kleinen Kreten. Wer davor Angst hat, das Krei müsst ihr kaufen, Leute. Ja, sollen wir? Machen wir? Tun wir? Dann, ihr kennt das, los! Bevor du anfängst, ein kleiner Tipp von mir. Bereite dir einen Mise en Place vor. Du weißt nicht, was das ist. Moment. Schnittipedia. Mise en Place. Das oder die Mise en Place, französische Bereitstellung, ist zum Beispiel in der Gastronomie die Vorbereitung eines Arbeitsplatzes, sei es in der Küche, im Restaurant, auf der Etage, an der Rezeption, zu Hause oder bei Schnitti. Mise en Place ist eine wesentliche Voraussetzung für einen reibungslosen Servierablauf und erhöht somit die Produktivität der Servicemitarbeiter bei gleichzeitiger Reduzierung des Stresses. Die Mise en Place-Arbeiten hängen im Wesentlichen von der Mahlzeit oder der Veranstaltung ab. Um die Mise en Place zu erleichtern, wird in vielen Häusern mit Checklisten gearbeitet. Für unseren Mise en Place brauchen wir grünen Spargel, Karotten, Zitronen, bio natürlich, Rosmarin, Schalotten, trockenen Weißwein, Olivenöl, Salzflocken und natürlich unseren Hauptdarsteller, der Skrei. Bei diesem entfernen wir erstmal die Kräten. Fühle mit deinem Finger in jede Ritze, ob da nicht was drinne steckt. Sobald du eine Kräte entdeckst, darfst du sie mit der Pinzette herausziehen. Du darfst auch gerne eine kleinere Pinzette nehmen. Portioniere nun den Fisch und lege ihn auf Seite. Nicht nur Lebensmittel gehören an einem ordentlichen Mise en Place, nein, sondern auch Auflaufform, Kochgarn und Pergament oder Backpapier. Breite nun das Backpapier aus. Wenn das Papier störrig ist, falte es einfach einmal oder zweimal diagonal. Dann gibst du einen Schuss Olivenöl, eine Prise Salzflocken, den Spargel, die Möhren, die Schalotten, den Skrei und nochmal Salzflocken. Verpasse deinem Kabeljau nun noch zwei Zitronenaugen,
und runde das Ganze mit einem Schuss Weißwein und einem Zweig Rosmarin ab. Falte und binde nun ein Päckchen, das an ein Bonbon erinnert, und lege diese in den Kühlschrank, bis du sie brauchst. Zu dem Fisch stehen dir nun als Sättigungsbeilage fast alle Möglichkeiten offen. Zum Beispiel Süßkartoffeln, Salz- oder Petersilienkartoffeln, Grashüpfer, Risotto, Pasta, Wespenkekse, Reis, Polenta, Kartoffelpüree à la Robuchon wie in meinem Kalbsbäckchen-Video oder einfach Seidenraupen. Ich habe mich aber für Red Smashed Potatoes entschieden. Und zwar mit Salbei-Knofi-Butter. Also, Feuer an, Topf mit Wasser, Salz und die roten Kartoffeln rein. Diese lässt du nun 25 Minuten kochen. In dieser Zeit bereiten wir unseren parfümierten Butterschmalz vor. Feuer, Topf, Butter. Wenn die Butter zerlassen ist, fügst du zuvor verdrückten Knoblauch und Salbei hinzu. Dann lässt du das Ganze ein wenig köcheln. Stelle nun den entstandenen Butterschmalz auf Seite. Nach den 25 Minuten holst du die Kartoffeln aus dem Wasser und lässt sie gut ausdämpfen. Nach dem Ausdämpfen fügst du Salzflocken und deine zerlassene parfümierte Butter in eine Schüssel und schwenkst diese, bis Salz und Butter sich schön auf die Kartoffeln verteilt haben. Lege die Kartoffeln nun auf ein Blech und zerdrücke sie. Das kannst du mit deiner Hand, mit einem Hammer, mit Faust oder Ellenbogen, deinem Tennis- oder Baseballschläger, mit Zuhilfenahme eines Powerclowns, nur Kopfkissen, die würde ich dir nicht empfehlen. Damit dauert es echt lange. Ich habe mich für den Kartoffelstampfer entschieden. Wenn der Backofen bei 200 Grad vorgewärmt ist, schiebst du nun die Kartoffeln für 10 Minuten auf der mittleren Schiene rein. Nach 10 Minuten holst du das Blech raus, drehst die Kartoffeln einmal um und lässt sie weitere 10 Minuten backen. Das Ergebnis sollten schöne, knusprige, zerdrückte Kartoffeln sein. Als weitere Beilage habe ich noch Tomatitos gemacht. Du nimmst kleine Strauchtomaten, salzt und ölst sie und legst sie für 10 Minuten in den Ofen. Und wenn du das alles geschafft hast und auch das Foto gemacht ist, dann steht einem leckeren, leichten und gesunden Essen nichts mehr im Weg. Das war ein Träumchen. Wirklich, macht's nach. Es ist wirklich einfach. Habt keine Angst vor Fisch. Päckchen schnüren, in den Backofen, fertig. Ist wirklich, ist mega einfach, super lecker, super leicht, durchs Dämpfen super gesund. Vitamine bleiben drin. Also, ich kann's nur sagen, macht es. Macht mal bitte wieder Fisch. Und was ihr noch machen könnt, abonniert, drückt die Glocke und ihr verpasst nichts mehr. Ich bin raus, viel Spaß beim Fischmachen, euer Schnitti.